Das Vitra Design Museum in Weil am Rhein, ganz im Südwesten Deutschlands. Seine Sammlung umfasst etwa 20.000 Objekte aus 200 Jahren Designgeschichte. Rund 400 Designklassiker werden in einer Dauerausstellung präsentiert. Matteo Kries ist einer der Direktoren des Museums. Aber was ist eigentlich gutes Design? Es gibt keine Formel für gutes Design, aber natürlich Zutaten, die bei vielen gelungenen Entwürfen auftauchen. Das ist einmal eine gewisse Funktionalität. Es geht oft um Zeitlosigkeit. Es geht um neue Materialien. Es geht aber auch um Ausdruck, um Originalität. Im 19. Jahrhundert lieben viele Menschen noch solche Möbel, die verschiedene Stile und Epochen mixen. Erst mit der Industrialisierung entsteht der Beruf des Designers, der Möbel für die moderne Welt entwirft. Ein Meilenstein ist 1917 der rot-blaue Stuhl des Niederländers Gerrit Rietveld. Er löst den klassischen Sessel in ein Gebilde aus Linien auf. Was daran wichtig ist in der Designgeschichte, ist, dass er eine völlig neue Auffassung in die Welt setzte von dem, was ein Sessel eigentlich sein kann. Und viele Designer in den Jahrzehnten danach, bis heute, beziehen sich auf solche Stücke und sagen, so kann ein Sessel ja auch aussehen. Immer wieder bringen neue Werkstoffe Designer auf neue Ideen. Marcel Breuer experimentiert in den 1920er Jahren am Bauhaus mit einem Werkstoff, der bis dahin kaum für Möbel verwendet wurde, Stahlrohr. Man kann überall durchgucken, es sind nur noch Flächen. Alles, was den Körper berührt, besteht aus Textil und ist nur noch reingespannt, also wie ein Segel an einen Mast von einem Segelboot. Es ist also eine extrem leichte Skulptur. Und das Ideal, was Breuer hier verfolgte, hat er mal gesagt, ist das Sitzen aus einer Säule aus Luft. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeiten viele Designer wieder mit Holz. Die Formen werden organischer und das Design kommt zunehmend im Alltag der breiten Bevölkerung an. Die nächste Designrevolution steht schon bevor, mit Plastik. Ab den 1950er Jahren bauen Designer wie der Däne Werner Panton oder der Finne Eero Aarnio Möbel für eine neue Generation. Poppig, bunt, leicht. Die Gesellschaft war im Umbruch. Es gab ja jüngere Generationen, die gegen Ältere revoltierten, auch gegen die Art, wie die Eltern noch wohnten. Und Designer griffen das auf und wollten Objekte gestalten, die diese Veränderung im Wohnbereich möglich machen. Design entsteht immer im Austausch mit der Gesellschaft, auch in den 1980er Jahren. Alle haben schon alles. Jetzt geht es darum, dass Design eine individuelle Handschrift bekommt. Es gibt nicht mehr so diesen einen dominierenden Stil wie in den Jahrzehnten zuvor, sondern viele Designer haben ihren eigenen Stil, der sie auch unverkennbar macht. Also Designer, könnte man sagen, werden auch zu einer Art Marke. Heute gibt es zum Beispiel durch die Verwendung von 3D-Druckern ganz neue Möglichkeiten. Und Design spielt in immer mehr Lebensbereichen eine Rolle. Damit wächst auch die Verantwortung der Designer. Wir alle wissen, dass es eigentlich viel zu viele Gegenstände gibt. Es wird viel zu viel produziert. Es gibt eine Menge gesellschaftliche, politische Spannungen, die es zu lösen gilt. Und ein Designer wäre schlecht beraten, wenn er sagt, das interessiert mich alles nicht. Ich mache einfach nur noch die schöne Form. Es bleibt also spannend zu sehen, welche Lösungen Designer aus allen Disziplinen für die Probleme der modernen Welt finden werden. Zurück in Amsterdam. Ich besuche das Designstudio Moy, das direkt unter Marcel Wanders Büroräumen liegt.